So, moin moin. Der Livestream, da gab es einen kleinen Fehler. Das ist aber gar kein Problem. Deswegen lade ich jetzt nochmal eine Kurzversion vom Livestream hoch, in der ich nochmal ganz kurz auf die Aufgaben eingehe, die ich im Livestream besprochen habe. Den Livestream werde ich löschen, weil da ein kleiner Fehler unterlaufen ist und Daten beziehungsweise Namen von Personen auftauchen. Und das möchte ich einfach nicht. Da habe ich mit der Bildschirmaufnahme leider einen kleinen Fehler gemacht. Das tut mir leid, aber das ist gar kein Problem. Dieses Video ist genauso gut und sogar kürzer. Also, das, was ihr in den letzten Wochen gemacht habt, sind Körpernetze und Eigenschaften von Körpern und alles, was dazugehört. Das heißt, wie viele Kanten, wie viele Ecken, wie viele Flächen, wie viele genau, dabei bleibt's. Hat so ein Körper, oder haben die verschiedenen Körper? Wie steht es mit Senkrechten und Parallelen von Körpern und. Und das werdet ihr diese Woche, in der Woche vom 20.04. bis zum 24.04. wiederholen. Und das heißt, ihr habt so eine kleine Übersicht nochmal von den einzelnen Aufgabentypen und von den einzelnen Sachen, die wichtig sind. Denn zum Schluss, zum Ende der Woche, am Freitag, spätestens da könnt ihr auf die Datei, also meine Klasse kann schon auf die Datei zugreifen, aber andere vielleicht erst später. Spätestens da könnt ihr auf die besonderen Aufgaben Schrägbilder zugreifen. Und zum Thema Schrägbilder werde ich euch nochmal ganz kurz etwas erklären. Ihr braucht genau deswegen nämlich die einzelnen Begriffe wie zum Beispiel senkrecht, parallel, Kante, Fläche und Ecke. Die braucht ihr auf jeden Fall, um mit Schrägbildern gut klarzukommen zu können. So. Das heißt, auf die einzelnen Aufgaben würde ich gar nicht so weit eingehen. Das sind Wiederholungsaufgaben. Wer da Schwierigkeiten hat, der klickt sich gerne mal auf dem Channel Henne Quest, auf dem ihr gerade dieses Video guckt, ein bisschen durch. Alles, was Klasse 5 ist, alles, was Körpereigenschaften, Senkrechte, Parallel und so weiter betrifft, findet ihr da eigentlich und findet immer kurze Erklärungen dazu, wie man damit arbeitet. So, Schrägbilder. Zu den Schrägbildern möchte ich kurz etwas sagen, damit ihr jetzt schon mal wisst, wie ihr damit arbeiten könnt. Für diejenigen, die schon relativ schnell sind in dieser Woche, könnt ihr euch das dann schon mal in Ruhe angucken. Ein Schrägbild sieht ungefähr so aus. Ich habe hier das Schrägbild von einem Würfel. Und ein Würfel besteht aus sechs Flächen, sechs Seitenflächen. Und diese sechs Seitenflächen sind alle gleich groß. Das sind alles sechs Quadrate. So, also so ein Quadrat. Das erste, was einem bei einem Schrägbild auffällt, ist, das Quadrat vorne ist genauso groß wie das Quadrat hinten. Und die Quadrate an der Seite sind keine Quadrate, das sind irgendwelche komischen Figuren, die haben Namen, die brauchen wir jetzt aber nicht. Das lassen wir jetzt erstmal so. Das heißt, man muss sich irgendwie vorstellen, dieses Objekt sieht nur dreidimensional aus. Das kann nicht jeder erkennen. Es gibt einige Menschen, die haben Schwierigkeiten, wenn auf dem Blatt Papier etwas gezeichnet ist, zu sehen, dass das ein dreidimensionales Objekt ist, dass es eigentlich sowas ist, was man in die Hand nehmen könnte und nicht nur so ein plattes Papier mit ein paar Strichen. Für diejenigen, die dringende Empfehlung, nehmt euch immer wirkliche Würfel, also ein Spielwürfel von irgendeinem Brettspiel oder so. Oder irgendwas, was so eine Würfelform hat oder so eine Quaderform. Ein Buch zum Beispiel ist meistens geformt wie ein Quader. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Und dann guckt ihr mal von den verschiedenen Seiten auf dieses Buch und überlegt euch mal, wie würde das wohl aussehen, wenn ich das jetzt auf ein Blatt Papier zeichnen würde. Das ist ziemlich hilfreich. Was fällt einem auf, wenn man das hier sieht? Es sind ein paar Linien gestrichelt und ein paar sind durchgezogene Linien. Das heißt, die Kanten, die durchgezogene Linien sind, die kann ich sehen, wenn ich auf dieses Objekt gucke. Die gestrichelten Kanten sind die, die irgendwie hinter dem Objekt liegen. Das heißt, wenn ich von vorne drauf gucke, dann kann ich diese Kante eigentlich gar nicht sehen, wenn das ein echter Würfel wäre. Dann sehe ich die eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, dass sie da ist. Deswegen zeichne ich die gestrichelt. Darauf bitte achten. So, wenn ich jetzt mir angucke, wie ist dieses Bild, das ich hier gemacht habe, wie sieht das aus? Ich habe ein paar Sachen schon gesagt, nämlich erstens, die Fläche hier vorne ist genauso groß wie die Fläche hier hinten. Und ich sehe noch etwas, diese Linie
ist parallel zu dieser Linie. Diese Linie hier ist parallel zu dieser Linie. Das heißt, ich gucke mir in Ruhe an, welche Linien sind zu welchen parallel. So, und jetzt werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wie man so ein Schrägbild erstellt. Ich habe hier die Aufgabe, die ihr selber auch auf eurem Blatt Papier am Freitag haben werdet, schon mal vorbereitet und werde jetzt einfach mal diese Schritte durchgehen, die auf dem Blatt beschrieben sind. Das ist auf dem Blatt schon super beschrieben, aber ich finde, wenn man das dann mal wirklich einmal sieht, wie das gemacht wird, macht es das nochmal ganz deutlich. Vielleicht braucht ihr das gar nicht, dann könnt ihr jetzt eigentlich das Video ausmachen und ich wünsche euch viel Spaß. Falls ihr das aber ganz kurz nochmal sehen wollt, ich versuche das in 3 Minuten zu machen. Also, ich suche mir hier eine Diagonale, die durch 2 Punkte geht. Und ihr seht, ich habe das jetzt so gewählt, dass das hier genau so einmal diagonal durchgeht, durch dieses erste Kästchen und durch das zweite Kästchen. Das mache ich hier hinten auch. Da. Dann mache ich das hier unten, von hier aus nach da. Also ich suche mir immer eine Ecke und gehe von der Ecke diagonal einmal rüber. So, zweiter Schritt. Ich überlege mir, welche Linien kann ich sehen? Die hier oben kann ich sehen. Die hier oben kann ich sehen, wenn ich von vorne drauf gucke. Die hier kann ich sehen, wenn ich von vorne drauf gucke. Und die letzte, oh nein, die kann ich nicht sehen, wenn ich von vorne drauf gucke. Die ist quasi im Hintergrund. Die kann ich nicht sehen. Also mache ich mir eine gestrichelte Linie. Gestrichelte Linien selber zu zeichnen ist gar nicht so einfach, aber das bekommt ihr schon hin. Das ist wie immer in Mathe, üben, üben, üben. So, dann gucke ich mir an, die Kante hier oben, die kann ich sehen, die hier hinten kann ich sehen. Ja, und da hört es auch schon auf, die anderen kann ich nicht sehen. Das heißt, die müssten wieder gestrichelt sein oder gepunktet in dem Fall. Die hier sehe ich nicht, die hier sehe ich nicht. So, das müsste alles sein. Weitere Punkte muss ich nicht verbinden. Ich muss nicht den hier oben mit dem da unten verbinden oder sowas. Kurze Checkliste. Erstens, die Fläche hier vorne bei dem Würfel. Die Fläche hier vorne ist genauso groß wie die da hinten. Check, stimmt. Zweitens, diese Linie ist parallel zu dieser Linie. Und diese Linie ist parallel zu dieser Linie. Und diese Linie ist parallel zu dieser Linie. So, kann ich mir ganz kurz ein Geodreieck nehmen? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ach so, bei Einfügen. Messwerkzeuge, da ist es. Geodreieck. Zack. So, ich lege das mal an. Ich drehe mir das mal. So, und jetzt verschiebe ich das. Parallel verschieben. Ja, parallel. Naja, unsauber gezeichnet, Herr Hennekes, aber parallel. Und unsauber gezeichnet, Herr Hennekes, aber parallel. Sehr gut. Also einigermaßen haut das hin. Großartig. So, damit habe ich meine Checkliste vollführt. Das ist parallel zu dem, das ist parallel zu dem. So, die sind alle parallel zueinander. Die Flächen sind gleich groß. Top. Letzter Punkt ist, ich gucke einfach drauf und gucke, ob es Sinn macht. Kleines Gegenbeispiel, das macht keinen Sinn. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Sieht man sofort. Irgendwie wird einem ganz ungut, wenn man das sieht. Sieht so ein bisschen aus, als hätte irgendjemand in diese Box reingetreten. Wo ist der Fehler? Ich überprüfe. Die Fläche hier vorne ist größer als die da hinten. Irgendwie sieht der da hinten auch gar nicht aus wie ein Quadrat. Da muss irgendwas falsch sein. Ich erkenne recht schnell, diese Ecke ist das Problem. Die müsste eigentlich einen weiter rüber. Ich sehe ja auch, wenn ich das gucke, ob das parallel zu dem ist, sehe ich auch, das ist nicht parallel. Oder ob diese Linie hier hinten parallel zu der ist, sehe ich auch, das ist sie auch nicht. Also das hier ist kompletter Murks. Falsch, Blödsinn. Viel schöner. Katastrophe. Bildhübsch. Schrecklich, grausam. Super geworden. Also ihr merkt schon, da kann man relativ schnell sehen, ob irgendwelche Sachen falsch sind. Und das ist der typische Moment, wenn man so etwas sieht, dann denkt man sich, hä, habe ich doch irgendwas falsch gemacht. Also überlegen, gehe ich meine Checkliste durch. Sind die Flächen gleich groß? Sind alle Linien, die parallel zueinander sein sollen? Sind die auch parallel? Und es gibt noch ganz viele andere Sachen, die ich überprüfen könnte. Also, das ist jetzt die Kurzversion von dem Livestream. Werde ich auch als Kurzversion vom Livestream hochladen, den Livestream löschen. Und hoffe, ihr habt die Woche über Erfolg. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie immer gerne. Der nächste Livestream ist am Freitag, das ist dann der 24. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg. Schreibt immer gerne Fragen oder sonstige Sachen, wenn irgendwas sein sollte. Meldet euch. Bis dann.